fängt man nochmal einfach Hallo, ne? Hallo sagen. Okay. Moin Moin und herzlich willkommen zum Ball. Also nur so. Angebot. Okay. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Letzte Folge Beef, wenn ich richtig gezählt habe. Großes Finale. Gute Laune? Fragezeichen? Hier, ja. Gute Laune da. Voll entspannt. Voll entspannt. Mit Brille, vielleicht Intoxic-Dingsbums? Hm? Wenn nicht, dann habe ich es noch vor. Okay. Ja. Colin, wie sieht's bei dir aus? Ich bin völlig neutral. Völlig neutral? Ja, emotional bin ich. Ich bin sehr entspannt. Kann ich dir aber auch nicht übel nehmen, denn punktetechnisch können wir gerne mal raufgucken. Ich bin doch echt gut drauf. Ich habe alles in der Hand heute. Ne? Du ja. Übrigens auch. Ich bin glücklich, dass ihr auch gut drauf seid, damit das heute Super. Extra Spaß macht. Wir ja. Schreiben heute Geschichte. Punkte, ja, ne? Da sehen wir es. Ganz hinten, Gregor. Unverhofft, überraschend, 7 Punkte, sehr abgeschlagen. Nicht mal mehr eine Chance auf dem Relegationsplatz. Ich meine, das letzte Mal, dass das passiert ist, ja, mit Jesus hat sich eine ganze Religion drum geschart, nachdem jemand so ein Unrecht getan wurde. Das stimmt. Wie der Typ ist jetzt aber seit über 2000 Jahren tot. Was ist für den gelaufen? In 2000 Jahren wird man von diesem Beef erzählen. Ich habe das Gefühl, wenn ich 5 Minuten nachdenke, fallen mir mehr Gegenbeispiele ein als Jesus-Vergleiche. Nun gut. Ja, schaltet wieder ein bei Religion Versus. Sehr spannend, mit sehr viel explosivem Potenzial. Aber auf Platz 7, ja, da kann man nicht mehr, also jetzt mal ganz neutral gesagt. Platz 7, es sind sogar noch mehr, die dazwischen sind, die einfach gar nicht mitgemacht haben. Hier, ne? Dazwischen liegen noch sehr viele andere Leute, die nicht mitgespielt haben, die trotzdem irgendwie es geschafft haben, mehr Punkte zu kriegen als Gregor. Ja, toll, ey. Wie ist das passiert? Man weiß es nicht, man kann es da rausfinden, indem man sich die ganze Folge nochmal anguckt, oder? Ja. Colin, wie sieht es bei dir aus, innen drin? Gut, aber ich bin auf dem dritten Platz, um nochmal hier um den Blick auf das Wesentliche zu lenken. Dritter Platz, 10 Punkte. Das bleibt ja heute auch so, ne? Rein theoretisch noch alles drin, ne? Ja. Du bist noch dabei, also ganz ehrlich. Ja, du lachst, aber es ist sowas von nicht absurd, dass wenn du 3 Punkte holst, doch. Ja. selbst 2 Punkte können ja eventuell reichen, ne? Oder? Ja, 12, also aber 2 Punkte sind, glaube ich, genauso. Gut, schauen wir erstmal, denn Gunnar hat 12 Punkte, Dennis hat 11 Punkte, bei euch wird es richtig spannend. Ja. Und vor allem, ja, ist ja noch eine Person, die einen Joker hat. Und das könnte natürlich Sargnagel oder auch Freifahrtschein in den Himmel sein. Genau, aber bevor wir die große Joker-Frage stellen, stellen wir natürlich die noch viel wichtigere Spielfrage. Was zur Hölle wird heute bei Beef gespielt? Wir wissen das schon alle längst. Es gibt keinen Reveal diesmal. Doch, für den Zuschauer. Ich werde einfach das Spiel wählen, in dem ich meiner Meinung nach am besten bin im Vergleich zu euch. Das ist natürlich schwierig. Was alle sind? 16 in Frage. okay. Ja. Mhm. Boah. Ach komm. Leute, die Quote geht runter. Jetzt erst eins. Ich nehme eins. Die sind alle gut. Alter, jetzt gib mir kurz die Zeit. Du hast doch die ganze Zeit schon drüber nachgedacht. Nein, hab ich nicht, weil ich die Regel nicht verstanden habe. Eine dramatische Pause machst du jetzt. So. Warte, ganz ehrlich, ich will nur nicht, das ist super wichtig. Mehr habe ich die Chance, am Anfang schon mal wie in so einem Hinspiel irgendwie ein Auswärtstor zu schießen.
das ist ganz geil, da kann ich auch, dann mache ich eh alle platt. Deswegen nehme ich, weil das gefährdet ist, rauszufliegen auch noch. Half-Life. Ah, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Du bist ein Gangster. Ja, ja. Ich freue mich persönlich. Ich sehe es ein bisschen als Heimspiel. Wie wir vielleicht mitbekommen haben, was auch das Spiel, das ich gewählt hatte, aus dem großen Spielepot, falls euch erinnert. Erinnere ich mich dran. Sehr lange her. Dezent. Ja, ja. Und dementsprechend bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Ich muss ja eigentlich nur Gunne überholen. Und in Half-Life sehe ich das eigentlich in Reichweite, nicht außerhalb. Habt ihr schon mal gegeneinander gespielt? Weil das ist ja die große Spannung. Nee, nicht. Ihr zwei habt keine Historie oder so, dass man schon mal, dass ihr euch gegenseitig einschätzen könnt? Also in Half-Life jetzt natürlich nicht. Nee. Ja. Wir hatten schon diverse andere Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel Worms schon mal gegeneinander gespielt, Tetris. Ja, Tetris, genau. So, ja. Disc Jam haben wir schon mal gegeneinander gespielt. Ja, das war so eine super geile Partie. Winter Games auch gespielt. Ja, Winter Games. Oh, das erinnere ich mich auch noch. Das war ewig. Ja, dementsprechend, nö, kein Plan. Nee. Das ist spannend. Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Wir haben die Regeln für das Beef Junior Finale bewusst simpel gehalten. Auf 5 verschiedenen Maps gehen unsere 4 Karpalken im Deathmatch-Modus aufeinander los. Sind pro Map 6 Minuten verstrichen, werden die Platzierungen ermittelt. Die erstrittenen Punkte jeder Map werden am Ende addiert und ergeben den Endstand. Total easy, oder? Heute ist Finale. Das auch noch so früh am Tag. Ist noch hell draußen, sonst immer Beef immer abends. Ich bin aufgestanden gerade vor circa 3/4 Stunde oder so. Today is Judgment Day. Heute geht's um alles. Denn heute wird mich Mausesumas Rache erwischen. Das ist natürlich schön, dass am Ende so ein kleines, sagen wir mal, Heimspiel für mich kommt. Ich kann ganz gut mit der Maus umgehen, diese Bewegung so. Habe ich besser drauf als andere anscheinend. Ich habe früher viel Half-Life gespielt. Half-Life 2, nicht so viel. Und heute wird sich nämlich rächen, dass ich die letzten 15, 16 Jahre, wenn überhaupt, dann eben nur mit Joypad gespielt habe und Maus und Tastatur immer sträflich vernachlässigt habe. Ich habe schon lange keine Ego-Shooter mehr gezockt mit Maus und Tastatur, aber früher zumindest mal. Ich habe mir für 99 Cent habe ich mir das Ding auch runtergeladen bei Steam. Hab's mal irgendwie auf meinem Arbeitslaptop irgendwie krüppelig versucht. Hab dann quasi nach 2 Minuten fast eine Sehnenscheidenentzündung bekommen und hab's wieder gelassen. Ich hoffe mal, dass die kein Bunnyhopping oder so ein Strafe Jump und so ein Shit drauf haben. Aber glaube ich mal nicht. Ich habe die Zeit leider nicht gehabt und damit bin ich einfach selber schuld. Ich konnte nicht das nachholen, was ich die letzten 15 bis 20 Jahre koordinativ mit Maus und Tastatur hab liegen lassen. Bisschen dumm von mir. Es wird interessant zu sehen sein, ob Colin trotz des ganzen Gejammers, was kommt, oh, ich krieg Krämpfe in den Händen und die haben das da oder da schon gemacht. Vielleicht kann er ja noch mal einen auspacken und er merkt auf einmal, er ist richtig gut an Maus und Tastatur und kann da noch an der Platzierung was regeln. Ich kündige hier an, den letzten Platz zu machen. Ich glaube, Gregor wird den dritten machen. Ja, Gregor, ne? Kann der Shooter auf Maus, mit Maus und Tastatur? Gregor ist so ein bisschen wie Imperator Palpatine. Also du weißt auch, wenn der tot ist oder was, nachher kommt der noch mit einer Blitzattacke oder sowas. Also für Gregor geht es ja, glaube ich, wenn ich den Punktestand richtig im Hinterkopf habe, eigentlich um nichts. Selbst wenn der gewinnt, was glaube ich wirklich unwahrscheinlich ist, da kann er nichts mehr reißen. Gregor wird noch irgendwie dieses Match beeinflussen, bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher. Colin wiederum, ja, wer Colin am meisten abknallt, hat es Beef geworden. So ist das Motto heute. Gunnar und Dennis, da wird es hochgradig spannend. Die haben sich ja in den letzten bei Worms auch schon mega gebattelt. Da wird es richtig spannend, was die heute miteinander machen. Mit Gunnar und mit Dennis wird es schwierig, ja? Weil ich habe schon gehört, wie die ihre Pro-Tipps ausgetauscht haben und Gravity Gun Jumps üben und alles andere, wo ich sage, es gibt eine Gravity Gun. In Half-Life denke ich schon, dass ich einer der Geheimfavoriten bin. Vielleicht nicht für die drei, aber für mich alleine. Im Grunde haben wir ja ein Entscheidungsspiel zwischen Gunnar und mir. Da er ein Punkt vor mir ist, je nachdem, wer von uns beiden gewinnt, gewinnt das komplette Beef. Und bei Dennis ist es jetzt so, der könnte den Sack halt zumachen, wenn er seinen Joker sitzt und gewinnt. Dann wäre keine Chance mehr, ihn einzuholen, wenn ich richtig gerechnet habe. Wenn er das nicht tut, glaube ich, dann braucht er auch eine gute Platzierung auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob es so smart ist, den Joker zu ziehen, weil wenn er nicht gewinnt, ist er raus. Also dann muss er halt auch sicher sein, dass er gewinnt und so sicher kann er sich nicht sein, glaube ich. Er weiß nicht, wie gut wir sind. Also wenn er den Joker nicht setzen würde, das wäre einfach unmännlich. Das würde Dennis nicht bringen. Der hat ja auch selber einen sehr hohen Anspruch an sich selbst und nicht nur an sein strategisches Können, sondern auch an sein ganz konkretes spielerisches Können. Heute habe ich es in der Hand. Ne? Ich habe sogar noch einen Joker in der Hand.
Aber ich wäre ja blöd, wenn ich den einsetze. Den lasse ich mir am Ende auszahlen. Ne? Die 50k, die lasse ich mir doch nicht entgehen. Ich bin total gechillt, total entspannt. Weil ich habe die ehrenvolle Aufgabe, heute der Kingmaker zu sein. Wenn nicht sogar vielleicht der Favorit. Also ich weiß nicht, ich kann das gar nicht so unschlecht. Ich kann das gar nicht so unschlecht. Was heißt das denn? Ich habe leider nicht die Kräfte, um irgendjemanden jetzt zum König zu machen. Ich bin einfach freiwillig und gucke mal. Vielleicht campe ich. Natürlich hatte ich mir viel vorgenommen. Ist das Finale? Naja, hatte ich mir vorgenommen zu üben. Nee. Ist keine Zeit. Also irgendwie, kennst du das ja, wenn du was spielen musst, dann sind auf einmal alle anderen Spiele plötzlich viel attraktiver. Und ja, World of Tanks, ne? Also ich bin gespannt, das zu sehen. Ich werde trotzdem jetzt befreit und entspannt auch spielen können und kann alle meine Optionen offen halten. Und spannend soll es natürlich weitergehen mit der Frage, ob denn hier Mr. Zweitplatzierter seinen Joker ziehen möchte, um einen möglichen Sieg in einen quasi Erdrutschsieg zu verwandeln. Ach so, die Joker-Frage. Das ist natürlich eine wichtige Frage. Ich habe es mir aber eigentlich schon überlegt, denn ich habe ja den Joker immer dabei. Denn, den setzt du dann in der letzten Runde oder was? Ja, ich habe überlegt. Also damals, als ich den bekommen hatte, der Vater meines Vaters hatte ihn in seinem Arsch getragen und sein Vater auch und hat ihn mir dann irgendwann gegeben und gesagt, ey, in einem wichtigen Moment setzt du diesen Joker ein. Aber dieser wichtige Moment ist noch nicht gekommen, glaube ich. Nee, ne? Nö, ich setze den Joker nicht. Ja, okay. Da gibt ja auch gar keinen Sinn, dass du den jetzt setzt, oder? Naja, außer Spannung, Unterhaltung, siehst du das so wie Adrenalin, ich? Kann man aber das ist alles Kasmus keine Relevanz. Naja, das Problem ist natürlich, wenn ja keinen ich jetzt Sinn. Zweiter werde, ne, und du Erster, das ist unentschieden. Ja. Insgesamt. Ja. Und dann kommt der Joker, ne? Ah, ich und dann könnte der Joker kommen, wenn, ja, richtig, aber wenn, also das also, ist das Einzige, ich muss dich ganz drauf abknallen, das ist alles, worum ich mich heute kümmern muss. Ich darf Dritter, ich muss Dritter werden, für dich. Wenn du den nicht setzt. Also du setzt ihn nicht, weil es ist zu unsicher. Und nochmal Bottomline, weil potenzielle 3 Punkte würden dich auf 14 bringen. Dann hättet ihr den unentschieden, wenn Gunnar dann den zweiten macht. Okay. Ja, das Problem ist, dass Gunnar natürlich Aspirant auf den zweiten Platz ist. Genau. Mit Abstand, jetzt mal bei allem Respekt. Ja, dann gibt es ja auch Absprachen von denen, die erst auf dem Schlachtfeld erfahren. Was? Aber wenn du jetzt sowieso sicher bist, dann kannst du doch setzen. Ja, aber es ist ja unnötiges Risiko, oder? Ja, ich weiß nicht, vielleicht sollten wir die Zuschauer entscheiden lassen, was wir leider nicht können, weil wir ja nicht live sind. Also ich meine, so ein Joker ziehen wäre schon verdammt, das wäre verdammt maskulin. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Und hast du noch einen Joker? Nee. Hast du noch einen Joker? Nee. Ich habe auch keinen Joker mehr. Aber du hast noch einen. Aber soll es nicht nee, so, ist kein egal. Also, ich will nur sagen, dass es vielleicht wahrscheinlich dann, es kann passieren, nicht höchstwahrscheinlich, es kann sehr gut passieren, dass wir dann uns den ersten Platz teilen, womit ich auch leben könnte natürlich. Ja, du hast vollkommen recht. Und jetzt gerade, eigentlich habe ich gestern schon die Entscheidung fest gefasst. Aber jetzt gerade reden sie wieder von allen Seiten auf mich ein. Und ich glaube, um das hier abzuschließen, hat nichts damit zu tun, dass ich übermorgen in Urlaub gehe. Ich ziehe meinen Joker. Wow. Ja. Respekt. No risk, no fun. No risk, no fun. Sehr gut. Und wenn ich nicht Erster werde, habe ich das Ganze verspielt. Oh Mann. Und das ist, glaube ich, aber eh der Fall. Dass ich alles verspiele? Nee, wenn du nicht Erster bist, bist du auch nicht der Erster, glaube ich. Ja, mal gucken. Ne? Jetzt höre ich davon aus, dass du Erster bist, Gunnar. Nein, aber ich glaube nicht, dass ihr beide, Entschuldigung, ich glaube nicht, dass einer von euch Erster wird. Nee, aber die Frage ist, ob wir ihn nochmal umpaktieren sollten. Ja. Vielleicht, ne? Wie soll man denn bei Hardware machen? Das ist sehr, sehr spannend. Ach, lass es mal rübergehen hier jetzt. 13 Punkte. Ich denke auch, ne? Lass den beiden mal ein bisschen Zeit, dass die noch einen Plan machen können, wie sie sich die Nutzung noch mal mich teilen. Vielleicht konzentrieren wir uns auf den. Und dann gehen wir rüber, oder? Ja. Alles klar, in die Super-Killer-Arena. Das ist okay. Das Kolosseum. Oder? Vielleicht gar nicht so dumm. Du bist der mit der Waffe, ne? Ja, der immer verzieht. Da muss ich schießen. Nein, da muss ich schießen. Jetzt müsste es jetzt euer Ding, wie ihr in-game am besten synkt. Ja, ich würde sagen, ich halte meine Tastatur in die GoPro und drücke Escape. Ist das gut? Ja, es muss auf jeden Fall etwas aufkloppen. Also Escape ist, glaube ich, ganz gut. Ja, drück einfach mal Escape. Okay, dann mache ich das auch. So, okay. Beleide das mal mit deinem... Sag ich jetzt, jetzt,
Er lädt gerade, warte. Nicht raustappen. So. Escape in 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Din, din, din. Ja, wir haben die Location gewechselt. Das ist hier die Olympische Gaming Area von Hamburg. Hier werden internationale Meisterschaften ausgefochten, wie auch diese hier. Und wir spielen gleich Half-Life Deathmatch 2. So, los geht's. Ungewöhnlicherweise hat keiner irgendwelche Fragen. Alle haben es auf Anhieb begriffen. Irgendwas ist hier im Busch. Ich bin gespannt, was passiert. Also nach 6 Minuten ist vorbei. Sehr genau, 6 Minuten dauert die Runde, das ist alles. Wer da die meisten Kills hat, ist der Killer. Und das Ganze machen wir 5-mal. Also Best of 5 oder 5-mal. Nee, Best of 5 wahrscheinlich. Aber wenn ich jetzt 3 Runden gewinne, ach nee, muss er noch weitermachen trotzdem. Nee, gar nicht. Wir müssen wahrscheinlich 5 durchziehen, weil es gibt noch belästigen Plätze. Ja, lass es erst mal. Gerne. Fangen wir an, Jungs hier. 30 Sekunden Eingewöhnungszeit und dann ist hier. Los geht's oder was? Oh Gott, okay. Oh, scheiße. In 30 Sekunden geht die erste Runde los, Alter. Das ist doch scheiße. Schau mich doch mal auf Toilette. Jetzt schon ich bin echt ein bisschen aufgeregt jetzt. Ich auch. Ah nein, der Gregor schon wieder. Hau ab. Aufwärmphasen sind die... Ach, das war der Colin. Warum hast du denn meinen Fuß jetzt? Dein Fuß ist auf meiner Seite. Machen wir doch immer so. Jetzt nimm meinen Fuß mal weg. Das ist hier mein Platz. Boah, ist das eine Scheiße. Oh Gott. Okay, los geht's! Los geht's! Oh Gott. Oh Gott. Gibt's hier irgendwas? Gib mir mal Tipps, Leute. Ich seh euch nicht. Weißt du doch nicht. Boah, fuck, hat jemand auf mich geschossen. Granate! Ah! Oh. Fuck, Alter, wer ist das? Was war das denn? Mein Flock. Nicht eigentlich auf der richtigen Map. Das ist doch wohl... Komm. Fuck, das treffe ich nicht! Checker die Fuck! Alter, du hast dich gerade komplett aufgeladen an dem Pimmel da, ne? Ja. Jetzt tötet dich aber der andere Typ. Nein! Wieso denn Colin? Colin hat einen Punkt gemacht, Alter. Ja, lass mich doch mal einen Punkt machen. Fucking Maus ist nicht richtig eingeschaltet. So, jetzt. Alter. Boah, fuck. Diese Scheiße, die Waffen, diese Schlagstock! Was geht ab? Wo sind die denn alle? Fuck. Könnt ihr mal herkommen? Lauf ich im Kreis oder was? Wo geht's hier raus? Ich höre die ganze Zeit irgendwelche beängstigenden Geräusche. Oh, fuck. Was mache ich denn? Ich brauche Energie. Aua, meine Hand tut... Scheiß Dennis. Ist das gut? Bam, noch selbst. Wie kann ich denn nochmal... Ah. Shit, da kam ja noch einer. Nice. Shit. Ich verstehe nichts. Ich stehe. Leck dich! Mr. Heizungsboy! Alles klar. Eigene Dummheit, ey. Ich wollte eigentlich ganz entspannt bleiben, weil mir alles egal ist. Memo an mich, entspannt bleiben, weil mir alles egal ist. Ey, das gibt's nicht. Wie viel Energie hast du denn, du Spango?
Ich habe halt auch noch nie eine andere Waffe gefunden, außer die scheiß Standardwaffen hier. Ich kenne die Map nicht. Meine Maus ist kaputt. Ich habe irgendwas gedrückt. Es geht ganz schnell, so schnell ist kein Mensch. Warte mal. Okay, das ist jetzt... Ey, wie kann ich das... Oh. Fuck! Ey, ich guck mich zu schnell um. Wie mache ich das wieder weg? Endlich mal tot, der Gunso. Ah, warte mal. Ah ja, alles klar. Okay, danke. Ey, Gregor, du abstaubiger Abstauber. Ah, fuck. Oh! Hey, Dennis. Fucker! Du dumme Sau. Alter, Colin. Ach, die hat eine geile Waffe da, ey. Scheiße. Colin ist fast tot. Shit. Ich bin so dumm! Warum schieße ich nicht vorher, ey? Weil ich so geil machen, ey! Wolltest du es geil machen? Ja! Ah, fuck! Komm mal denn da hoch hier, geh das weg! So! Alter, ah, fuck! Fuck, fuck, fuck. Hey! Ja, schön gemacht, ey. Ich hab zu lange gebraucht, um die scheiß Granate zu finden, ey. Alter, gibt's ja auch mal gute Waffen. Nein. Ey, Gunnar, du bist ein alter Fickäumel. Ey. Oi, oi, oi. Mann, wo kriegt man denn die Waffen? Gib mir doch mal ein paar Tipps. Der Gunnar! Schnell weg! Ah! Zwei Sekunden, jetzt noch! Das sind die guten Waffen, lieber nicht! Alter, wie ist das denn? Yes. Dann geht's ja los! Ich glaube jetzt, oder? Es geht jetzt los! Okay. Ja, super, schön gemacht. Also wie schön gemacht. Ich fand's ganz schön. Oh fuck. Oh. Sack, ey. Hä? Hast nicht mehr viel, was? Was war das denn? Arschgesichtiges Arsch. Captain Klohmann. Ja, der Klempner ist da, Jungs! Mann! Fuck! Richtig schlecht bin ich, ey. Und Dennis geht mir richtig auf den Keks mit seiner Kacke da. Mann, ey! Piss dich! Komm ich denn hier? Was mach ich denn hier? Ich weiß doch nicht, was ich durchdrücken. Falsche Waffe. Okay, weg damit. Weg.
Also ich gebe ja zu, Leute. Ein bisschen spannend ist das schon. Ey. Ja, danke, Abstauber. Nennt man das so? It's the name of the game. So ein Kack, ey. Ach, come on, ey. Oh, Dennis, ey! What the fuck? Ich muss aufholen jetzt. Meine Maus! Ah, shit! Das Maus! Alter, Maus! Beweg dich mal! Ey! Drecksding. Fuck. Ah. Ah, wo bin ich? Oh, yeah. Killer. Double kill. Entspannen hier jetzt. Ah, das gibt's doch nicht, ey. Spawnkiller. 2,5 Minuten. Oh, fuck, ey. Oh, was? Jetzt. Ah! Ey, jetzt ist alles langsam hier. Ist alles im Arsch. Ey. Das Ding ist viel zu langsam jetzt. Ich kann nicht mehr spielen. Es lenkt viel zu langsam. Das, boom. Nee, das bringt nichts. Die hier? Was? Die seitlichen? Ey, gebt uns doch Mäuse, die man benutzen kann und nicht, wo 8000 Knöpfe sind, die alles verstellen. Also wirklich, das ist unfair. Unfair bis zum geht nicht mehr. Nee, ist nicht. Ich möchte eine andere Maus beim nächsten Mal. Das ist alles im Arsch hier. RPG da! Drecksding. Fuck! Haha. Ja, ich habe auch verstellt. Was mache ich hier überhaupt? Scheiße hier. Ja. Leck mich doch! Mann! Ach, Dennis dann auch noch, oder was? Ah, fuck. Ah, das ist schön. Mano. Keine Mutti oder was war das? Shit, Mann. So eine Dreck. Oh, jetzt bin ich aufgestanden, weil mich die Hand verkrampft hat. Mann. Ja, fuck, komm ich nicht rein, ey. Ey. Ich brauche jetzt hier eine neue Maus. Die ist komplett zerstört hier. Drecksding. Ja, wenn man damit umschlägt, ja, weil die nicht funktioniert. Das Kackteil.
fuck! Oh, du verdammter! Ey, wer hat denn aber erst so... Oh, das gibt's nicht, Alter, der Gunnar! Naja, du standst... Warum drehst du dich denn nicht um, wenn ich hinter dir bin? Ja, weil ich dachte, ich sammle erst den Raketenwerfer an und schieß dich zum Mond. Alter! Ist das... Ey, Camplord Gregor, hast du dich direkt eingenistet beim RPG oder was? Oh ja, das ist gar nicht dumm. Black candle slowly burning with rays of flashing high. Shit! Alter. Nein, falsche Waffe! Ach, bin ich dumm wie ein Stück Brot! Nice. Okay, cool bleiben. Oh Gott. Da muss ich irgendwie noch rein. Oh, nee, das geht nicht. Oh ja! Oh oh. Ich hab nicht mal geschossen. Ich finde keine Waffe! Ich werde auch immer nur diesem scheiß Moosbecken ausgesetzt. Oh. Die Couch kann man natürlich nicht nehmen, ey. So ein Fick. Ach, Cap, meine Güte, das scheiß Abstauber, ey. Fuck, Mensch. Mensch! Kommt überhaupt nicht rein gerade. Guten Tag, komm, lass mich mal vorbei, ich will hier lang. Alter, Colin! Mann! Mann, lass mich doch einfach mal in Ruhe eine Position suchen, um euch dann zu beschießen! Gott, ey! Ich hör sie gestern nur noch finden! Wieso starte ich mit 95 Energie immer? Colin, ey. Ah, leck mich doch einfach mal! Die Map ist geil eigentlich. Ah, geil. Gleich wieder dort gestartet, ey. Nice. Ey, ich komm mit dieser Scheiße. Aua, mein Arm tut weh. Ist das alles scheiße? Soll ich pusten? Ey, so läuft das nicht. Meine Maus. Ey, mein Mausrad ist kaputt. Ohne Scheiß. Hier. Selbst gekillt, ey. Ah, oh, fuck you. Dennis safe. Oh, Gregor, was ist das denn? Ey, ich komm hier nicht mehr raus. Jetzt mal ohne Scheiß. Ey, ich komm nicht raus hier. Gravity Gun. Oh, shit. Alter, aus dem Spielfeld raus. Fuck. Ey, Leute, ich komm hier nicht raus aus der Scheißecke. Ich komm, glaube ich, wirklich nicht raus. Ich glaube auch, dass Dings abgestürzt ist. Der steht da ganz komisch. Spielt ihr noch? Der Colin steht hier und ist abgestürzt. Oh.
Alter Gunnar. Ah, cool. Hat mich auch nur drei Tode gekostet. Super. Ja, ey, das wäre sonst meine Runde gewesen. Du mieses Mistvieh. Alter, geh hoch. Sekunden. Wie viel? 10 Sekunden. 5. Ah! Ja! Yes! Wie viel? Fuck, Gunnar, ey! Ich will bitte den fucking Nazi, ich will den scheiß Videobeweis aber echt davon haben. Ey, aber meine Maus ist letzte Runde auseinandergefallen. Das Mausrad hat auch nicht funktioniert. Ohne Scheiß. Mindestens dreimal wurde ich gefrackt, weil ich mich nicht bewegen konnte. Das ist scheiße. Und nicht, dass ich plötzlich Ambitionen hier anmelde. Aber es macht ja schon ein bisschen Spaß. Ich hätte fast gehabt. Du warst ein paar Mal Erster zwischendurch. Ja. Okay, ich starte schon? Ja. Sag das doch einer. Ach, Ficky. Wo sind denn alle, ey? Ich raff's nicht. Nicht einen von euch gesehen. Geil. Shit! Der war ganz geil, ne? Der war nicht schlecht, du Fucker. Ah, ficken. Dumm. Ich seh euch nicht, ey. Wie soll man denn dann Punkte machen? Oh, fick dich, Gregor! Haha. Der hockt da oben mit seinem Raketenwerfer. Oh! Reingeflumpt, ey. Focke, jo! Hä, wo kommt das denn? Achso, da war eine Tonne, ne? Ich Idiot. Das war ein Ambush, nennt man das. Ach, Gregor, du kleiner Pisser, ich hab's so gewusst. Ich hab mich so drauf gefreut auf den Moment und er ist so in die Hose gegangen. Fuck, ey. Wenn ich euch mal sehen würde, ey. Das würde alles leichter machen. Und dann die von hinten, ey. Muss halt nach hinten gucken, da bin ich immer. Was soll ich denn Kills machen dann? Ey. Fuck, ey. Ja,
Bin ich letzter hier oder was? Ich bin letzter. Alter Lachs, was war das denn? Das war schräg. Alter Colin! Oh, das war sowas machen. Ne? Wie kommt er da weg? Gar nicht. Na super. Zumindest wenn man nicht in der Lage ist zu springen. Eine scheiß Taste gedrückt, Mensch. Da sind auch so viele auf der Tastatur. Oh, was war das? Ich wurde gehackt. Ich kann ein paar Kills machen hier, ey. Das gibt's ja gar nicht. Ich riech dich auf, die Scheiße. Ja, geil. Vielen Dank für nichts, Spiel, ey, mit der riesen Map. Gibt's doch nicht. Das ist doch alles Bullshit. Was war das denn? Ach, Gunnar mit seinem blöden Fickbogen. Ist das der glatzköpfige Grieche da oben, oder was? Ja, der hängt da oben ab. Ah. Nein! Colin, wo bist du? Ich brauch dich jetzt. Wo bist du? Ich komm zu dir. Hey, Gunnar. Den brauchte ich auch. Scheiße. Ah, fuck. Ah! Oh, fuck you! Ja, ist egal. Ach, fick die Hände doch. Die blöde Otze. Ah, keine gute Kacke, Marke. Ey. Shit. Ach, Gleichstand. Fuck. Gleichstand. Geht das jetzt los? Ja. Ja? Ja. Jetzt? Sind wir schon drin? Ja. Ich glaube ja. Okay, wir sind schon drin. Bei alten Frauen merkt man das manchmal nicht so gut. Ach, wie dumm. Was ist das denn hier für ein... Boah. Wer ist denn da oben? Welcher Captain Güllebart, ey? Captain Güllebart? Oh, Dennis, schön. Ja. Captain Güllebart, wo ist er da oben irgendwo, ne? Alter! Das Geile ist, wenn man. Ich kann nicht gleichzeitig die Waffe wechseln und schießen. Oh, das war gut. Die Leiter auf Anhieb hoch. Ich fühle mich so wie im Rollator hier. Ja, war dumm. Mit einer stärkeren Waffe wäre es nicht dumm gewesen. Aber sowas nicht ah, dumm. Fuck, Shotgun immer, ey. Boah. Das ist ja gar kein Fass. Fick dich da oben mit deinem Fick-Kack-Ding da. Das hole ich mir jetzt schön, du Fick-Mensch. Alter. Ich
Ah! Ah, scheiß Colin, komm runter! Alter! What the fuck? Alter! Mist! Jetzt geht's ab. Alter, wo kommen die fucking RPGs alle her? Got me. Oh, beweg dich, du Fickwurst! Jetzt. Ach, du mit. Immer mit dem scheiß Raketenwerfer kommt der an, ey. Ach, du mit deinem blöden scheiß Raketenwerfer. Ja, der schießt Raketen. Hey, kann man mal. Ja, geil, Dennis. Ach, der ist ja auch noch. Na, okay, bin ich mir selber dumm. Pistole gegen. Yikes! Map Control. Hi, Gunnar. Ach komm, ey. I control the map. Alter, der Kloin! Oh Mann, du blödes Magazin! Kannst du mir ein paar Patronen mehr rein in den Arsch schieben? Verdammte Scheiße. Lauf, lauf, Forrest! Ah! Ups. Ach, ey, wo ist dieser scheiß Raketenwerfer? In meiner Hand. Ey. Wie du mit diesem Explosivwissen auch die ganze Zeit für dich hältst. Ey, das ist doch alles scheiße, ist das. Statt ihn einfach mal rein umzugeben, damit vielleicht auch jeder mal eine Chance hat. Eine Minute. Mano! Ey! Egal. Dennis wieder von da oben, ey. Ja, wenn ich das schon wieder sehe. Boah, ey. Können wir bitte mal alle auf Dennis gehen und in diesen scheiß Raketenwerfer? Ja, am besten alle in einer Reihe dann. Ach, dieses Scheißding. Ah! Ach, ficken! Fuck! Fuck you, Alter! Das war's Alter. Vor mir, oder? Ach, shit. Ta 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 da, ta 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 da. Hast du gewonnen, oder was? Ihr könnt euch vor eurem König verbeugen! Wollt ihr das nicht machen? Wir gehen mal rüber. Weißt du, was mit König Joffrey passiert ist, Gunnar? King Joffrey war der beste Herrscher, den man sich... Also
ich muss sagen, ich bin ein bisschen überrascht, dass ich mit Half-Life 2 Deathmatch jetzt tatsächlich so ein bisschen Spaß hatte. Habe ich ja gar nicht mit gerechnet. Ich denke ja immer so dagegen, Maus-Tastatur mache ich nicht, habe ich nicht, will ich nicht. Ja, meine Leistung. Im letzten Spiel war es ganz okay, finde ich. Ziemlich passabel. Was? Aber ich muss sagen, auch damals, jetzt nochmal an alle, die es mir immer schon sagen wollten, Maus und Tastatur ist gar nicht mal so scheiße. Sollte man vielleicht mal üben. Ich finde, dafür, dass ich noch nie Half-Life 2 Deathmatch gespielt habe und seit Ewigkeiten keinen Ego-Shooter mit Maus und Tastatur mehr angefasst habe, war es eigentlich ganz gut. Ich habe sogar fast eine Runde gewonnen. Ich habe super dumm gespielt. Ich bin da rumgerannt wie so ein Huhn ohne Kopf. Ja, das war echt nicht gut. Also da kann ich nicht drauf stolz sein, was ich da in Half-Life gemacht habe. Da war teilweise, meine Güte, war ich schlecht. Das darf eigentlich keiner sehen. Können wir das? Nee, das ist jetzt im Fernsehen, ne? Also ich hatte den Sieg in der Hand und habe ihn nicht bekommen. Wie soll ich damit zufrieden sein? Zweiter Platz ist nichts wert. Und da waren Momente, in denen ich es einfach verschenkt habe. Dennis hat es ein bisschen gekillt, dass er einmal Dritter wurde und nicht Zweiter. Sonst wäre es sehr, sehr knapp geworden. Hätte ich die Maps gekannt, weil so viele gab es ja gar nicht bei Half-Life 2 Deathmatch. Sieben Maps. Wenn ich überall mal 10 Minuten reingeschaut hätte, hätte ich eine Stunde verbracht, hätte ich die Maps gekannt, hätte die Spots. Weil habt ihr mein letztes Match gesehen? Wenn du den Raketenwerfer findest und dann einfach die Map-Control hast, so, dann läuft das. Ich hatte doppelt so viele Kills wie Gunnar im letzten Match. Dann hole ich mir halt den zweiten Platz. Fair. Anstatt mit solchen ekeligen Mitteln, würde ich schon fast sagen, zu kämpfen. Jetzt kommen mir die Hubschrauber, ne? Er hat zu Recht dieses Beef gewonnen. Hat sich vielleicht ein bisschen zu sehr gesonnt am Schluss in seinem Sieg. Aber es liegt ja auch an euch, das so zu schneiden, dass man das Gefühl hat, das war ein wie soll man sagen, so ein mit dem nötigen Maß an Zurückhaltung hat er seinen Sieg gefeiert. Müsst mal ganz ehrlich sagen, habe ich schon verdient gewonnen, ne? Also immer mit fairen Mitteln gekämpft, immer sehr gut gespielt, außer in Disziplinen, die ich nicht so gut konnte. Es hat letzten Endes doch wirklich an Tetris gegangen, weil da die eine Runde gegen Gunnar gewonnen, die zweite statt die verloren zu haben. Ich wäre ganz weit vorne. Gunnar wäre nicht Sieger gewesen. So kann es sein. Also, Gratulation an Gunnar, dass er das gemacht hat. Der hat eine ganze Menge Matches gewonnen. Aber 4 Stück. Also du kannst nicht 4 Matches in Beef gewinnen und das nicht ohne Grund. Ich glaube, das, was er halt so ganz bewusst nach außen trägt, ist immer dieses Weglachen. Dieses immer, ich lach doch alles weg, was mit Stress zu tun hat. Und das funktioniert. Das ist so ein psychologischer Trick. Dadurch ist er immer so locker und entspannt und ist gar nicht so verkrampft. Während wenn andere Charaktere, ich rede jetzt nicht von mir, sondern auch von anderen Menschen, die wenn da erstmal die Wutsaat aufgeht, dann ist aber auch wirklich, dann ist Kollaps im Kibbutz. King Joffrey ist natürlich mein Vorbild. Ich fand, der hat es sehr, sehr gut gemacht und nach seinem Vorbild werde ich auch dieses Bodenhaus hier zusammen mit Simon, auch einem ehrenvollen Mann, beherrschen. Es heißt ja nicht Ende hier, ne? War Beef Junior Staffel 1, ja? Ah, ist schon klar, dass es eine nächste Staffel gibt? Na, da reden wir aber nur noch mal, ne? Nachdem ich mein Gehaltsgespräch hatte, ob es das wäre. Vielleicht aber mal ein bisschen stärkere Gegner. Das würde ich mir wünschen, dass vielleicht auch ein paar Leute kommen, die ein bisschen mehr drauf haben. Und nicht nur alte, ausgelutschte Leute, die man hier findet. Vielleicht holen wir eigentlich die Pro-Gamer von Expert ran oder so. Ich weiß nicht, mal gucken. Also als erstes muss man diesen zweiten Platz verarbeiten, dass man nicht Saison zählen. Und wie es nun mal so ist, am Ende der Saison geht man erstmal in Urlaub. Deswegen jetzt eine Woche Griechenland, ein bisschen abspannen und sowas, ne, von diesem Beef-Alltag. Es kommt Smash Brothers nie wieder vor. Ist das geil? Ist super, ne? Im Großen und Ganzen, ja, die Spielauswahl war halt kacke. Gut, dafür bin ich ja nicht zuständig. Das habt ihr verschissen, muss man einfach mal ganz klar sagen. Es war geprägt von Unfairness, Ungleichheit und hat aber mit Sportlichkeit nichts zu tun gehabt, ne? Nein, das stimmt nicht. Es war schön. Es war spaßig. Ja, mit dem Rap-Song hat alles angefangen, ne? Und da wurde Team Gunnar geboren. Und ihr habt mich nie enttäuscht, habt mich begleitet, mir stetig auf Twitter geschrieben, wie sehr ihr mich unterstützt. Das habe ich auch gespürt. Und diese große Liebe habe ich mit aufs Spielfeld genommen. Und ich habe nur für euch gewonnen. Und ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Vielen Dank für euer Support und an alle Zuschauer. Diese Krone gehört auch ein wenig euch. Macht ihr so eine Musik für mich vielleicht? Nee. Okay.
So, das war das Finale. Es spricht der König zu euch. Wie war's denn für Simon? Dankeschön. Autsch. Ja, du schlägst doch nicht Punkte von dir. Ja. Soll ich erstmal die Punkte geben? Dann können wir nochmal gucken, ob es vielleicht für jemand anders gereicht hat. Ich gehe da mal hin. So. Lass du das mal. Ich mach's mal ganz schnell. Colin hat 10 Punkte immer noch, denn du hast keinen einzigen Punkt heute geholt. Hast du einen Frag gemacht überhaupt? Ja. Ich habe sogar zwei Punkte. Klar, ich fand es war sehr respektabel. Ja, ich muss mal spielen. Gregor ist Dritter geworden. Er kriegt einen Punkt mehr. Das sind dann 8. Dennis kriegt natürlich keinen Punkt, weil der Joker gesetzt hat. Ist immer noch bei 11. Ist immer noch gut, trotzdem. Immer noch richtig gut. Und ich natürlich 3 Punkte, weil ich auch diese Disziplin wie so viele andere gewonnen habe. Hey, ich könnte sie aufzählen, aber es würde zu lange dauern. 15 Punkte. Guck mal, ich hätte auch gar nicht irgendwie, ich hätte ein Spiel weniger komplett verlieren können. Ach, ist das schön, das Stift egal. Ich gehe zurück und es ist tatsächlich so, dass ich gewonnen habe. Oh, wer hätte das vorher von euch gedacht? Welches Gericht? Ich hätte das ist gedacht. Dennis, du bist eine Wiese. Gregor. Nee, wie heißt du? Colin. Kannst du vielleicht nochmal sagen, bei welchem Spiel ich dir am besten gefallen habe? Du feierst gerade alleine. Ja, wirklich. Weißt du, oder bei Tetris? Oder war es Disc Jam vielleicht? Du hast dir vielleicht ein bisschen Sympathien zurückgeholt, Gunnar. Die sind alle Smash weg, Brothers? Nicht nur bei uns. Ja. Ich habe so viele einfach gewonnen, oder? So viele tolle Matches. Vielleicht können wir da nochmal so einen Zusammenschnitt machen, welche Matches ich alle gewonnen habe. Glückwunsch. Andi. Ja, okay. Ihr Trottel. Fuck yeah! Ja, Mann! Alle gegen Gregor! Ja! Das ist schrecklich. Man muss sagen, anhand deiner Leistung über diese 8 Folgen kann man natürlich ganz klar festhalten, sonst würde das ja auch nicht so stehen, dass du wenn man die Hälfte gewinnt der 8 Folgen. Ob das moralisch auch nur ansatzweise... Hast du wirklich die Hälfte wirklich als Erster? Meine Freunde, du bist ein Glück hat der Junge. Nee, ich bin einfach verdammt gut. Aber nächstes Mal bringe ich dir ein bisschen was bei vorher und dann klappt das auch mit dem 2. Ach, du bist ja das Zweiter geworden, aber hast du vielleicht noch 2 Punkte mehr. Ich riech schon was. King Joffrey all over again. Arroganz ist das, glaube ich. Das ist das Thunfisch-Sandwich. Oh, das riecht wie einem Essen, was einem König gebührt. Der ist doch ein Kopf drunter, das sieht man doch jetzt schon. Eines Königs würdig. Okay, wenn das ein eigener Kopf drunter wäre. Vielen Dank. Das wäre der Hammer. Alter, das muss ein geiles Fleisch sein, dass du 2 Messer bekommst. Ich bin sehr gespannt. Schon angeleckt. Möchtest du den... Oh! Möchtest du den Diener-Kopf? Lass mal. Das ist können wir das jetzt? Spuck ich gleich rein, wenn ich dich noch weiter ertragen muss. 2 Besteck. Ach so, ja. Ach, guck dir das mal an. Das ist doch abgekartetes Spiel. Könnt ihr vielleicht die Mikrofone der anderen ein bisschen ruhiger schalten? Ja, was soll denn das? Warum denn einfach ruhiger? Ich muss Pause machen. Ja, natürlich. Sonst wäre ich doch nicht angetreten. Oh ja, ganz einfach. Ach, ich meinte einen anderen, nicht zu mir. Ja, ich meine, ich komme vorher. Ich habe eben Platz im Büro, das reserviert hat. So, Erniedrigung muss er. Alles klar. Lass du doch gehen. Ja? Bestell mal bitte vor. Ich bringe noch 2 Leute mit. Ich gebe mir die Loser. Ach, dann passieren die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Es muss Leute wie dich geben, in jedem Beef. Es muss Leute wie dich geben. Du hast die Lehre, die durch mich entstanden ist, hast du gut gefüllt. Ich habe viel von dir gelernt. Weil niemand sollte sowas lernen. Schon gar nicht von mir. Aber wenn man schon das Talent hat, kann man es ruhig nutzen. Ich denke auch. Hey, du hast wirklich gut Punkte gemacht. Also 15. Ich wage zu behaupten, du hast am meisten Punkte in sämtlichen Beefs gemacht. Ja, es geht. Ja. 15 Punkte ist verdammt gut, das stimmt. Heißt du, Gunnar, Leute wie wir, ne? Leute an der Spitze, die müssen immer mit Neidern, mit Missgunst. Ja, eklig, ne? Das sieht man ja überall. Die Leute, die es wirklich was bringen, die müssen sich durchboxen, die müssen kämpfen, die müssen auch mal harte Bandagen, die müssen auch mal
im Boxhandschuh ein paar Nägel verstecken. In Amerika drüber, ne? Da ist ein Auto. Okay. Da ist es gut. Michael Jordan verdient 80 Millionen, ne? Und hier? Ja, kriegt man nichts. Hier kriegst du ein Steak. Mhm. Aber auch teuer. Ich hoffe, dass die Nachbarn deinen Reifen nicht klauen, wenn du so reich bist. So. Und damit war's das, ne? Für diese Folge, für diese Staffel. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Simon und ich hatten sehr viel Spaß. Die anderen, ja, müssen wir austauschen wahrscheinlich. Da kommen neue. Bessere. Ich hoffe. So ist es ja auch nicht spannend, ne? Vielen Dank fürs Einschalten. Das war Beef Junior. Bis zum nächsten Mal. So, ein schönes Aufessen. Oh, mach ich auf jeden Fall. Mich doch am Damm. Könnt ihr mal aufhören, immer Tipps zu geben, ihr kleinen unfairen Doofspieler? So, prall die Kacke hier mal dem Kackbär ab. Hol das Stöckchen, hol das Stöckchen. Fick die Ratten, Kacke. Und es ist hier, wenn man da so reinlädt in die flache Flachstelle. Pupelscheißhausen, Wichsanal. Ah, oh, fuck, Ficky, 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 ja, Mann. Fick die räudige Fickscheiße. Lecko, Mio, Fanto, zweite Bär. Runde. Na, Fecko, Lecko, Mann. Mist du Lecko, Katze? Nein! Warum hast du immer diesen Schluckmaul? Ne? Nein, 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 nein! Saugi Saugmeister und seine Saugfreunde. Drücken die Wurst nach außen, drück die Wurst drück nach außen. Drück die Wurst nach außen! Oh, kann ich nicht diesen einen hier wegbekommen? Den einen leckigen Scheißball! Fick dich da, du räudige Kacke! Du blöder Arschmaul! Mann! Nee, Scheiße. Oh, Ficky. Leckofant. Oh, ist das Ficky Fickhausen?